In diesem Video wollte ich mal zeigen, wie man die Aufrufe hier manipuliert. Man sieht hier 9 Aufrufe. Und dann muss man hier, habe ich ja gerade hier auf Element untersuchen geklickt und dann muss man hier den Balken ein bisschen nach rechts bewegen. Hier steht jemand 9 Aufrufe. Das muss man hier ändern. Statt 9 muss man hier zum Beispiel eine beliebige Zahl reinschreiben. 632, pardon, schreiben wir das rein. Und die Likes will ich am besten auch mal ändern. Muss man darauf drücken, hier steht dann immer Likes Count. Packen wir mal 1032 Likes rein. Und dann packe ich nochmal ein paar Dislikes dazu, und zwar, ja, 723 Dislikes. Jetzt wird es so angezeigt, aber das ist ja ein Fake, wie ich schon im Titel oben schreiben werde. Es ist ein Fake. Und zwar, wenn ich dann nämlich drauf drücke, also nochmal die Seite aktualisiere, dann sind hier normale Aufrufe. Also die Aufrufe sind nicht irregular. Es sind wieder 10. Also das ist wieder alles normal. Deswegen hoffen wir trotzdem, dass das Video euch gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben, teilt es und abonniert mich.